Es ist ein Ostduell mit langer Geschichte. FC Energie Cottbus gegen den Chemnitzer FC. Nach 14 Begegnungen in der DDR-Oberliga, das erste Mal 1973 mit dem Endergebnis 1:1, nahmen die Begegnungen nach der Wende ab. So spielten beide Clubs in der Saison 1999/2000 noch zweimal gegeneinander. Danach sollte es 14 Jahre dauern, bis die Teams im letzten Jahr wieder aufeinander trafen. Dort gab es ein Unentschieden und einen Sieg für Energie. Apropos letzte Saison, mit Ronny Gabuszewski hatte FCE einen Spieler, der letztes Jahr noch bei Chemnitz war. Er kennt noch einen Teil des Teams und kann Trainer Stefan Krämer vielleicht den ein oder anderen Tipp geben. Also man redet immer mit Spielern, die vorher beim Gegner gespielt haben. Das ist ganz, ganz bestimmt der Fall. Ronny ist jetzt schon ein paar Tage weg, deswegen wird sich da auch schon einiges geändert haben. Sind ja auch viele Spieler neu dazugekommen. Aber trotzdem hatte ich ihn im Büro, ja. Doch momentan ist noch fraglich, ob Ronny Gabuszewski am Samstag auf dem Platz stehen kann. Er hat sich im Pokalspiel gegen Mainz eine Zerrung zugezogen. Vor dem Spiel gegen die Ex-Kollegen natürlich besonders ärgerlich. Ronny Gabuszewski ist genau wie jedem hier das Wichtigste, die Mannschaft. Und wenn das jetzt halt blöderweise so ist, weil also da sehe ich nicht so den nächsten Gegner als Ärgernis, sondern überhaupt, dass er fehlt, weil er in einer sehr guten Verfassung war. Und das ärgert ihn auch. Unabhängig davon, ob wir jetzt gegen Chemnitz oder eine andere Mannschaft spielen. Aber so ist halt Fußball. Am Samstag wird der FCE versuchen, die Tabellenspitze zu verteidigen. Gegen Chemnitz, einem der Geheimfavoriten der Liga, wird das aber gar nicht so leicht.